Alter, was geht ab, Leute? Hau hier. Zum Glück ist da eine Bäckerei. Ich hol mir erstmal was und dann erzähle ich euch, was heute so abgeht. Kistenpfennig, Alter. Gift. Carbs. Gift. Heute ist NFC. Das ist so ein MMA-Event. So wie UFC halt. Nur für Deutschland. DeFi Chain sponsert das Ganze. Und die das veranstalten, sind Fighting.de. Und Fighting.de war früher Gunfighting. Und Gunfighting war früher mein Arbeitgeber. Bevor DeFi Chain kam. Klein ist die Welt, der Kreislauf schließt sich. Gestern gab es so ein kleines Community-Treffen, Abendessen. Kuss geht raus an Thomas. Das ist ein Zuschauer, das ist keiner, den ich dort getroffen habe. Der will die ganze Zeit, dass ich Pizza teste in München. Gestern gab es nichts anderes außer Pizza. Und ich habe wieder mal, wurde ich enttäuscht. Ich fühle Pizza einfach nicht, Mann. Digga, das sind einfach 1000 Kalorien, kaum Proteine. Nach 2-3 Stunden bist du wieder hungrig. Schmeckt nicht wirklich nach was, außer der Teig- und Tomatensauce. Digga, eine krasse Pizza muss ich noch finden. Weil bisher kann ich Pizzen gar nicht nachvollziehen. Ist immer mit Schärfe. Wer ist für dich, Thomas? Auf jeden Fall gibt es jetzt so ein Meeting, ein paar Sachen werden vorgestellt. Wir waren in Dortmund schon 120 Leute und heute werden wir wieder 70 bis 80 Leute sein beim Event. Ich finde es großartig, dass so viele Leute aus der Community zusammenkommen. Und warum wir zusammenkommen, ist natürlich DeFi Chain, auf der anderen Seite aber auch das Sponsoring, das wir an Land gezogen haben mit den Jungs von Fighting.de. Kleine Pause. Ich höre es wie Uni, Alter. Ich sitze irgendwo hinten, hab mein Zeug gegessen, bin halb weggenickt. Obwohl es eigentlich interessant ist, aber Meta-Chain. Den Typ habe ich gestern gesehen. Den habe ich auch beim Münchner Treffen gesehen, aber ich kann mich nicht an den erinnern. Auf jeden Fall für DeFi-Chain kommt demnächst DeFi-Meta-Chain. Und dann kann man Projekte drauf bauen und Leute aus der Community bauen tatsächlich Projekte drauf, die werden hier vorgestellt, dies, das. Wir sind hier gerade in einem Konferenzraum vom Milano Hotel und da, das ist anscheinend das Fighter Hotel für das Event heute. Eine Sache möchte ich sagen, bei dieser Partnerschaft, bei diesem Sponsoring. Ich will nicht, dass wir kuschen, dass DeFi Chain kuscht. Wir sind die A-Side. So, Pause zu Ende. Wir hören uns weiter Beiträge an. Vorträge. Einer dieser Vorträge ist auch Plan E. Hoffentlich, Mann. So, Vorträge vorbei. Die waren tatsächlich interessant. Abgesehen von dem letzten Typen, der war komplett lost, Mann. Komplett lost, mein Gott. Der hat 15 Minuten geredet, bis man überhaupt gecheckt hat, was sein Hauptthema ist, was sein Ziel ist, was sein Punkt ist. Komplett lost, der Typ. Der hat auch ganze Energie aus dem Raum gesaugt, Mann. In 2 Stunden ist Einlass. Die meisten gehen wahrscheinlich Mittagessen oder so. Die Kämpfe fangen aber erst so um 18 Uhr an und da auch erst so Vorkämpfe. Das heißt, wir hätten eigentlich 2 bis 4 bis 5 Stunden Zeit. Und ich kann ins Gym gehen. Oh yes! Tag 27, Baby. Winter Arc. So, Gym fertig. Irgendwie reingequetscht. Ich wurde sogar rausgekickt am Ende. Zum Glück bei der letzten Übung. Aber ja, keine Schuhe, kein Handtuch. Da wurde ich leider rausgekickt. Ich durfte noch die letzten Wiederholungen machen. Und ja, wie gesagt, die letzte Übung, deswegen nicht so schlimm. Jetzt geht's auf zur kleinen Olympiahalle. So, wir sind da. Da vorne runter ist die kleine Olympiahalle. Ich hatte mit mehr Essen gerechnet. Ich brauche erstmal was zu essen, weil das wird ein langer Abend. So, wir sind drin. Kein Vergleich zu Abu Dhabi. Genau. Und wie viele Leute nimmt das heute? Das sagen ja viele heute. Ich glaube, 60 oder 80 Stück. Ja, genau.
Genau, und den 10K-Bonus, dann hast du dann noch was Schönes überlegen, wer den kriegt. Das wissen wir noch nicht. Alles klar. Ja, aber was immer so eine Prediction. Alles klar. Bist du ready? Also mir könnte es mal besser gehen, danke der Nachfrage. Bisher war es sehr, sehr gut. Naja, aber nach wie vor, ich überlege mir, ob es klug ist, sich gegenseitig zu verprügeln. Das ist eine grundsätzliche Frage. Weil ich bin zwar hier beim Kampfsport, ich habe gerade Pommes gegessen und finde ich toll, aber die Sache mit dem Glauben ist nach wie vor, bis ich sterbe, die wichtigste. Und eine Sache, der Jesus sagt, ist, tu anderen das an, was du dir von ihm antun lassen willst. Und ich schlage mir selber normalerweise nicht ins Gesicht. Aber ich will auch kein Heuchler sein, ich habe selber das gemacht und es ist ja eine Sportart in dem Fall. Und möglicherweise könnte es klüger sein, wenn das so geregelt ist, als wenn es brutal auf der Straße auf eine andere Art und Weise ausgefochten wird. Ich gebe dir total recht, ich bin zum Beispiel auch Anti-Gewalt-Trainer und ich sehe das auch so, lieber einen fairen Rahmen mit dem Schiedsrichter dabei. Okay, so könnte man das drehen, sage ich mal, dass das noch eine gute Sache wäre, dass es Kampfsport gibt, damit es auf der Straße eben nicht verprügelt wird und so, sagen wir, angestaute Aggression von Menschen dargestellt werden könnte, dass man das nicht irgendwie im täglichen Alltag sich holen muss. Ja, könnte ja sein, aber das so schnell möchte ich meine Meinung nicht abgeben. Kennst du dich mit Bitcoin aus? Hast du Bitcoin? Hast du Ethereum? Ich hatte, ich hatte mir überlegt, einen Bitcoin zu kaufen, wo der weniger wert war als ein Kilo Gold. Und dann war der weniger als die Hälfte wert als Gold, habe ich nicht gemacht. Ich habe vor ungefähr zwei Wochen, Monaten einen Kilo Gold gekauft stattdessen. Ich finde das viel besser, weil ich finde das stylisch. Twenty-seven, 29, 28, and 29, 28 for the winner by unanimous decision from the blue corner, Ahmed Asayev. Winner after 53 seconds of the very first round by way of knockout from the blue corner, Nick Shonda. Digga, ich habe das Gruppenfoto verpasst. Fazit-Time vom Wochenende. Ich habe mich ein bisschen früher verdrückt. Nicht, weil es so schlecht war. Geil, das war top, das Event. Also, Kuss geht raus an Bene. Wie er sich um alles kümmert, großen Respekt. Kennt ihr diese Leute, die... Ihr redet mit denen über Burger, krasser Burger und so. Und die so, ja, ja, war ganz okay, aber... Aber in Amerika die Burger, tschüss. Ich will nicht so klingen, aber klar, UFC Abu Dhabi war natürlich ein ganz anderes Level. Nichtsdestotrotz fand ich das Event gut. Aber irgendwie waren so viele Kämpfe auf der Karte. Einige Kämpfe sind vergangen, okay? Ich schaue ja viel UFC, beinahe jedes Event. Ja, nach meinem Zeitgefühl so, müsste eigentlich so langsam Main Event kommen und dann ein paar Kämpfe noch und dann war's, das packen wir's heim. Und ich schaue so auf das Programm und wir waren immer noch auf Seite 3. Ich so, hä, what the fuck, noch 10 Kämpfe oder was? Dann war ich kurz draußen, bisschen vapen und mich hat sich nochmal rein verschlagen. Aber das liegt an mir, ich bin gerade im Winter, ich habe gerade einen sehr strengen Rhythmus, gehe meistens schon um 10 Uhr pennen, Gym in der Früh und so, wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate. Aber auf jeden Fall lag nicht am Event. Mit Jeremy Fragrance, der ist komplett wild, Mann. Der ist richtig wild. Ansonsten, wie gesagt, Kuss geht los an Bene. Ein bisschen behind the scenes habe ich mitbekommen, wie er das Ganze organisiert und sich darum kümmert. Und für die Community echt krassen, großen, krassen Respekt. Und ja, anscheinend nächstes Jahr wird verhandelt, ob es nochmal verlängert wird, das Sponsoring. Was natürlich Sinn macht, weil jetzt im Bärenmarkt, da sind die Ergebnisse natürlich anders, als wenn man das im Bullmarkt machen würde. Und das war sozusagen jetzt die Foundation, die gelegt wurde. Oh, neues Video von Nico Way. Kuss geht los an Nico Way. Der hat heute übrigens Geburtstag. Ja, da wird wahrscheinlich nochmal ein Antrag gestellt und die Community kann entscheiden, ob dann nochmal für die Verlängerung gezahlt wird und DeFi Chain das weiter sponsern wird. Ich hoffe, weil ich finde es gut. Ich denke, die meisten können das gar nicht wertschätzen, die nicht mal live vor Ort da waren.
Deswegen hoffe ich, dass es durchkommt. Und ich hoffe, dass wir uns nicht unter Wert verkaufen, weil, wie gesagt, DeFi Chain in dieser Partnerschaft ist die A-Side. Ganz klar. Wir hatten nicht mal einen Werbeclip. Und irgend so ein Coffee Energy Drink, da wurde Werbeclip eingespielt. Ansonsten Community stark, gute Vorträge, viele Brains unterwegs, großen Respekt an die. Und ja, die Community wächst und wird den hier immer enger. Von den anderen Jungs leider keiner am Start. Die interessiert sowas leider gar nicht. Finde ich echt schade. Also von meinen Jungs. Viele aus der Community, die sich einbringen und Mehrwert schaffen. Mein Mehrwert, schauen wir mal. Food durchstarten, krasser Foodblogger werden, in Mainstream-YouTube einsteigen und dann die Botschaft verkünden. In letzter Zeit auch negative Botschaften bekommen von ein paar Kollegen, sag ich mal. Auch leider einer, der war eigentlich ein guter Zuschauer, Supporter. Und ich weiß nicht, vielleicht ist der zu emotional, aber der ist zu einem Hater geworden. Vielleicht lässt er gerade seinen Frust an mir raus, aber da merkt man, der ist viel zu emotional. Vor allem mit so wenig Wissen. Weil deren Wissen, zum Beispiel von den negativen Kommentaren, ihr wisst, wer ihr seid, Jungs, die ich hier jetzt bekommen habe, ist so viel weiter unter mir. Und da bei dem Treffen habe ich so viele Leute getroffen, die haben so viel mehr Wissen als ich. Das heißt, zwischen mir, zwischen denen und denen noch mehr auseinander. Und das sind halt die, die aber leider am lautstarksten sind und sich als erstes beschweren, anstatt was zu tun, so wie die aus der Community jetzt. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, von mir, meinen Sektenbrüdern und Jeremy Fragrance. Schauen wir mal. Die Vermeer Chain, einige interessante Sachen gehört. Wir schauen, wo die Reise hingeht. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab. Kuss geht raus an alle. Wirklich, Kuss geht raus an alle. Großen Respekt. Ihr wisst bestimmt, wie man liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Bitcoin, die ich bin Crow. Crypto Cash für generell jeden Tag. Track, das ist Business und ciao.